So, jetzt muss ich nur noch die Kante hier sauber absägen. Das kriege ich hin. Ups. Oh nein, ich bin komplett neben der Linie. Mist, Hobby. Etwas gerade absägen. Es klingt so einfach und ist doch so schwer. Gerade wenn wir versuchen, solche Bretter von Hand wirklich gerade abzusägen, dann kann das einfach super frustrierend sein, weil man dafür viel Übung braucht. Viele Tipps und Tricks zum gerade Sägen habe ich euch hier schon verlinkt. Aber manchmal ist es so, und da sind wir doch ehrlich mit uns, man möchte es einfach nicht versemmeln. Man möchte die Gefahr komplett ausschließen und sagen, ich weiß, wenn ich es jetzt mache, dann wird es genauso, wie ich es will, gerade oder im Winkel. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, wie ihr das garantiert immer hinbekommt. Jones, erklär mir wie. Ihr müsst üben. Könnt ihr auch. Es gibt aber einen einfachen Trick. Wir brauchen ein Reststück Holz. Wer hätte das gedacht? Meine Güte, ihr habt doch alle welche. Ich auch. Ist doch super, wenn wir sie nutzen. Aber wo sind sie? Wir brauchen zwei solche Stücke. Diese drei Kanten jeweils habe ich geschnitten. Das hier ist noch das Factory Edge. Also so, wie ihr es aus dem Baumarkt bekommt. Ihr könnt euch diese Teile so zuschneiden lassen oder ihr sägt sie euch selber zu, wenn ihr es denn könnt. Wichtig ist, dass ihr zwei Kanten habt, so wie hier, die zueinander passen. Also diese hier und diese hier. Und im Prinzip sind wir dann auch schon fast fertig. Das sind unsere beiden Sägeguides. Das hier spannen wir fest, das hier halten wir fest. Das kleine Ding hier, das nehmen wir jetzt noch als Anschlag. Den kleben wir uns an eins der beiden Teile dran, nämlich an das, was wir später festhalten. Das macht das Festhalten etwas einfacher. Und eigentlich ist nur diese Kante wichtig und diese. Die anderen beiden, seht ihr, sind komplett wellig und krumm. Aber das ist völlig egal, weil nur die und die wichtig sind. Also Sekundenkleber drauf. Und fest damit. Es ist natürlich jetzt wieder der Punkt, Jonas. Wenn ich mir die Teile herstellen kann, dann kann ich doch das Brett auch einfach mit der Kappsäge absägen. Das könnt ihr natürlich machen. Und die große Frage ist immer wieder, warum sollte ich überhaupt ein Brett mit einer Japansäge absägen oder überhaupt nur einen einzigen Schnitt mit einer Japansäge machen? Das ist doch Zeitverschwendung. Das Ding ist, es soll einige unter euch und auch so wie mich geben, die einfach Spaß an diesem Hobby haben und die sich mit solchen Helfern einfach den Spaß etwas mehr erhöhen, weil sie es gerne machen, mit Handwerkzeugen arbeiten. Wenn das bei euch auch so ist, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, weil ich glaube, dass durch diese anderen Kommentare das ganz oft vergessen wird. Alles, was wir hier machen, gerade bei den Zuschauern, ist ein Hobby. Das soll Spaß machen. Deswegen ist übrigens auch alles erlaubt. Alles, was Spaß macht. Deswegen bauen wir uns ein Jiggedy und sägen eben nicht mit der Kappsäge, sondern mit der Japansäge. Wie geht es nun, Jones? Der Helfer ist nämlich schon fertig. Es dauert ungefähr 20 Sekunden, den zu bauen. Und trotzdem werdet ihr jetzt perfekt gerade sägen. Also, Brett wieder fest. Das ist jetzt die Linie, an der wir sägen wollen. Dafür richten wir uns diesen Block hier einmal aus. Zwingen es fest, nehmen den hier in die Hand, schnappen uns unsere Säge und klemmen die hier ein. Da ist unser perfekt winkliger Schnitt. Perfekt gerade abgesägt. Völlig ohne Stress. Wir können natürlich dieses Stück in jedem Winkel festspannen, wie wir wollen. Hier zum Beispiel 45 Grad. Und auch hier können wir unsere Schiene einfach ansetzen und lossägen. Hier genau im Winkel. Perfekt 90 Grad. 90 und 45.
Den einen Teil der Vorrichtung festzuhalten, macht es natürlich möglich, ganz schnell Sachen abzusägen. Aber ihr könnt natürlich auch diesen Teil einfach einmal festspannen mit einer zweiten Zwinge und dann sägt ihr einfach los. Und auch so sägt ihr natürlich perfekt in dem Winkel, den ihr haben wollt. In dieser Richtung. Und natürlich auch in dieser Richtung. Das ist ja schon schön und gut. Aber es gibt die Möglichkeit, diese Technik natürlich noch viel weiter zu bringen. Das ist die einfachste Variante. Jeder von euch kann das machen. Es kostet nichts. Und wenn ihr die Vorrichtung kaputt macht, dann baut ihr sie einfach nochmal. Ihr könnt aber auch ganz einfach einen Shifterschnitt freihand machen. Jonas, was ist ein Shifterschnitt? Ein Schnitt, der in zwei Richtungen schief ist. Also wir sägen nicht nur zum Beispiel 45 Grad, sondern wir sägen die 45 Grad in 7 Grad. Aber wie machen wir das? Wir nehmen für diese Vorrichtung jetzt eine Tischkreissäge. Wenn ihr keine habt, kennt ihr vielleicht wen, der eine habt. Ich sag dazu gleich noch mehr. Wir sägen jetzt erstmal 25 Grad. Und die Vorrichtung ist fertig. So ein Schnitt ist freihand wirklich schon schwierig. Wir wollen 25 Grad hier, aber auch 25 Grad hier sägen. Das ist wirklich ganz schön nervig. Mit unserer einfach gebauten Vorrichtung ist das überhaupt nicht nervig. Wir spannen uns das hierfür auf jeden Fall wieder fest. So, schauen, dass das Sägeblatt halbwegs sitzt. Und dann sägen wir los. Grad hier oben und 25 Grad an der nächsten Seite. Das ist eine Vorrichtung, bei der ich euch verspreche, jeder von euch kann sie bauen und jeder von euch wird garantiert damit gerade sägen. Aber Moment, es gibt eine Einschränkung. Eine solche Säge wie diese hier, eine Katawa, die eignet sich hervorragend für sowas, weil die Zähne sehr wenig ausgestellt sind. Wenn ich hier so drüber greife, dann tut mir das nicht weh. Und wir haben nur an einer Seite Zähne und keinen Rücken. Das bedeutet, wir können auch sehr tiefe Schnitte damit hervorragend machen. Denn je weiter wir im Schnitt drin sind, dadurch, dass der Schnitt sehr gerade ist, fungiert der Schnitt irgendwann selber als Führung. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. So eine Ryoba eignet sich nicht wirklich. A, sind die Zähne deutlich mehr ausgestellt und B, haben wir zwei Reihen. Was dazu führen könnte, dass ihr natürlich diese Säge benutzen könnt, aber es kann sein, dass ihr oben eure Vorrichtung, wenn ihr unten sägt, aber mit den oberen Zähnen, mehr abnutzt. Das bedeutet, ihr müsstet sie eventuell schneller nochmal neu bauen. Mit so einer Säge werdet ihr die Vorrichtung unendlich lange benutzen können, weil ihr sie gar nicht abnutzt. Und wenn ihr wirklich noch in dem Stadium seid, wo ihr ungefähr so sägt, was ich überhaupt nicht böse meine, sondern einfach, ich war da auch mal, dann könnt ihr eure Vorrichtung einfach doppelt so dick machen. Dann habt ihr eine höhere und damit noch bessere Führung für euer Sägeblatt. Und ich sage es laut und deutlich, es ist völlig in Ordnung, das so zu machen. Es spricht nichts dagegen. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo man etwas absägen muss oder ausklinken muss und es einfach nur von Hand machen kann. Und wenn man sich so ein Hilfsmittel baut, dann wird es perfekt. Und das ist das, worauf es am Ende ankommt. Es soll Spaß machen und ein gutes Ergebnis geben. Aber Jonas, jetzt hast du doch mit der Tischkreis... Ja. Ja. Na und? Meine Werkstatt, meine Regeln. So mache ich das bei meinen Jiggedies. So mache ich es auch mit meinen Sägen. Smasht eben kurz ein Abo rein, weil ich mich freue. Und dann sägt ihr einfach alles gerade ab. Ich meine, im Prinzip könntet ihr auch gleichzeitig sägen, weil ihr ja eine Führung habt. So, dann geht es also alles auch noch doppelt so schnell. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Am Mittwoch um 18 Uhr. Wie immer. Bis dahin. Tschüss.